Du wolltest schon immer mal wissen, was die längste Namensreaktion in der organischen Chemie ist oder wie sich Zucker durch Isomerie ineinander umwandeln können? Dann bist du in diesem Video genau richtig. Hey, mein Name ist Olli und in diesem Video soll es heute um die Lopperie de Bruijn Alberta van Eckenstein-Umlagerung gehen. Dabei handelt es sich um einen Spezialfall der Ketol-Endiol-Tautomerie und besonders in der Kohlenhydratchemie kommt sie dabei zum Tragen durch eine basenkatalysierte Aldose, Ketose, Isomerisierung ist es möglich, Zucker ineinander umzuwandeln. Des Weiteren wird diese Reaktion auch industriell genutzt. So ist es möglich, mithilfe der Lopperie de Bruijn Alberta van Eckenstein-Umlagerung Ketosen im technischen Maßstab herzustellen. Gucken wir uns als nächstes den Mechanismus an. Wenn wir ausgehen von dieser Aldehydverbindung, zunächst einmal diese Bindung umklappen und diese auf den Sauerstoff verschieben, so wird ein Proton frei. Wir erhalten hier eine Doppelbindung zwischen den beiden Kohlenstoffatomen und eine negative Ladung, die sich dann an dem Sauerstoffatom befindet. Nun ist es möglich, dass eines dieser Elektronenpaare dass sich hier befindliche Proton abstrahiert und somit diese Ladung auf diesen Sauerstoff formal übertragen wird. Das bedeutet, wir bekommen dann hier die Hydroxygruppe, wo zunächst oder zuvor die negative Ladung stabilisiert war. Und an der Stelle, wo vorher sich die Hydroxygruppe befand, erhalten wir dann die negative Ladung am Sauerstoff. Im Anschluss kann natürlich nun hier wieder eine Doppelbindung entstehen, was zur Folge hat, dass natürlich hier dann aus der Reaktionslösung oder ein Proton, was sich dort befindet, natürlich wieder an diesem Kohlenstoff dann halt geknüpft wird. Und somit erhalten wir jetzt hier hinten an diesem Kohlenstoff die Hydroxygruppe und hier vorne erhalten wir dann die Ketofunktion. Wenn wir uns das nochmal der Ausgangsverbindung angucken, hatten wir ja an diesem Kohlenstoff vorher die Ketofunktion und an diesem Kohlenstoff zuvor die Hydroxyfunktion. Durch dass wir ja dann vorher hier ein Proton, also ein Aldehyd, zu Beginn der Reaktion hatten und dadurch, dass wir jetzt hier halt ein Keton vorliegen haben, wir haben ja hier den Rest R-Nachbarschaft, also einen organischen Rest, haben wir mithilfe dieser Reaktion eine Tautomerie oder eine Umwandlung zwischen dem Aldehyd und einem Keton. Das Ganze ist natürlich, wie es hier zu sehen ist, eine Gleichgewichtsreaktion. Und des Weiteren ist diese Reaktion natürlich von einzelnen Parametern abhängig. So kann zum Beispiel der pH-Wert, die Temperatur, oder die Konzentration an den jeweiligen Stoffen dazu beitragen, in welche Richtung das Gleichgewicht verschoben werden kann bzw. verschoben wird. Durch dieses Gleichgewicht folgt daraus dann halt auch immer ein Gemisch. Und das kann dann zum Beispiel ein Aldose-Ketose-Gemisch sein. Gucken wir uns die Umlagerung nochmal am Beispiel der Zucker, also genauer an der D-Glucose an. Wir haben zunächst hier die D-Glucose. Hierbei handelt es sich um eine Aldose. Wir haben hier oben die Aldehydfunktion und entsprechend des Mechanismus, wie er hier oben dargestellt ist, ist es möglich, basenkatalysiert die D-Glucose in D-Fructose umzuwandeln. Wir haben zunächst oder zu Beginn in Nachbarschaft zur Carbonylgruppe, die Hydroxygruppe. Durch die Umsetzung oder durch die Reaktion erhalten wir hier dann die Carbonylgruppe, wo vorher die Hydroxygruppe sich befand. Und wenn wir die Rückreaktion betrachten, dadurch, dass es sich ja um eine Gleichgewichtsreaktion handelt, ist es ja möglich, können wir natürlich das Ganze auch wieder umwandeln, also ausgehend von Fructose
in D-Glucose. Was besonders wichtig ist, ist, dass wenn wir die D-Fructose haben, natürlich auch sich die Stereochemie sich umändern kann. Das bedeutet, wenn wir die Carbonylgruppe hier durch die Reaktion wieder in eine Hydroxygruppe umwandeln, ist es natürlich möglich, dass diese nicht mehr die gleiche Stereochemie besitzt, wie es hier der Fall war. Und Grund dafür ist, wir haben hier dieses Molekül der D-Fructose, in der wir hier eine CO-Doppelbindung haben. Das bedeutet, hier geht die Stereochemie oder der stereochemische Aspekt verloren, beziehungsweise die Information, weil wir hier halt dann kein stereochemisches Zentrum mehr haben. Und wenn wir dann die Rückreaktion zur Aldose betrachten, kann die Hydroxygruppe sich natürlich dann auf der anderen Seite befinden, als sie es in dem Ausgangsmolekül tat. Und somit bekommen wir aus der D-Fructose nicht die D-Glucose, sondern dann in dem Fall die D-Mannose. Somit führt auch die Umsetzung, also wenn wir halt D-Glucose basenkatalytisch halt zur Reaktion bringen, immer dazu, dass wir halt ein Gemisch aus D-Glucose, D-Fructose und D-Mannose erhalten. Die gezeigte Reaktion am Beispiel der D-Glucose führt somit zu einer sogenannten Epimerisierung. Ich hoffe, dir hat dieses Video weitergeholfen. Hinterlass mir gerne deinen Kommentar oder wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch. Ansonsten wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg und bis zum nächsten Video.